So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Danke sehr, herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Ihr genießt das wunderschöne Wetter an diesem tollen Wochenende. Und wir legen direkt los. Wir haben ein paar Nachrichten hier bereit, beziehungsweise ich bin ja Solo-Nummer hier. Es ist ein erschreckendes Thema. Es geht jetzt gerade mal nicht ums große C, und das finde ich gut, aber es ist ein wirklich belastendes Thema, wie ich finde, weil ich glaube, die Dunkelziffer weltweit und besonders auch in Deutschland ist hier relativ hoch. Es geht um Kindesmissbrauch. Und Kindesmissbrauch wird ja, ich sag mal, strafrechtlich sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Wir wissen selber, diese Vergleiche, die oftmals angenommen werden oder gemacht werden, soll heißen, dass jemand, der ein Steuervergehen beispielsweise macht, dass das erstens länger oder ja, eine längere Haftstrafe bringen kann, als ein Kind zu missbrauchen, zu misshandeln, zu vergewaltigen oder irgendwelchen anderen ekelhaften Dreck zu machen. Und das kann doch einfach nicht sein. Das ist doch unvorstellbar. So, und jetzt kommt hier soweit eine Einigung zwischen Union und SPD ans Tageslicht. Heißt hier, Zitat von der Welt, Meilenstein. Union und SPD einig über härtere Strafen für Kindesmissbrauch. So, und der Teaser hier für diesen Artikel: Die Koalitionsfraktionen sind sich einig. Wer Kinder missbraucht oder Missbrauchsbilder konsumiert, muss in Zukunft, Zitat, mit der ganzen Härte des Strafrechts rechnen. Nochmal, der muss in Zukunft, aktuell noch nicht, in Zukunft mit der ganzen Härte des Strafrechts rechnen. Demnach soll Kindesmissbrauch künftig als Verbrechen bestraft werden. Und ich als juristischer Laie lese das und denke mir, ja, what? Wie wird das denn aktuell bestraft? Leute, das wird juristisch als Vergehen bezeichnet, nicht als Verbrechen. Und das ist ein gravierender Unterschied, wodurch dann auch diese oftmals Bewährungsstrafen und kleinen Strafen und sonst was sind und auch eine schnellere Verjährung und alles. Und dann erinnerte ich mich daran, dass unsere Justizministerin doch gar nicht so erpicht darauf war, dass dies geändert wird. Und dann habe ich hier bei der Welt mal schnell noch einen Artikel rausgesucht. Zitat, nach tagelangem Druck schwenkt Justizministerin Christine Lamprecht um. Und er ist vom Juni letzten Jahres. Und da geht es nämlich darum, hier weiterhin, die Justizministerin hatte sich dagegen gewehrt, das Strafrecht bei Kindesmissbrauch und Kinderpornografie zu verschärfen und war dafür harsch kritisiert worden. Nun lenkt sie ein, Experten mahnen aber an, es brauche auch andere Maßnahmen. Ach, auf einmal wird jetzt hier nach dem Druck, ist schon über ein halbes Jahr her, knapp 9 Monate, wird jetzt hier dem Druck nachgegeben und dann kommt hier so etwas und das Ganze wird jetzt hier bezeichnet vom Unionsfraktionsvize Thorsten Frey Meilenstein für den Kinderschutz. Er erklärte, wer Kinder missbraucht, wer Missbrauchsbilder konsumiert oder verbreitet, muss in Zukunft mit der ganzen Härte des Strafrechts rechnen. Meilenstein? Das ist ein Standard, dass dieser Dreck und diese Leute, die so etwas machen und konsumieren, bestraft werden. Und nicht irgendwie mit Samthandschuhen angefasst werden. Also Leute, über was reden wir hier? Das ist, für mich ist das gerade wirklich so erschreckend, dass das bislang anders war. Und dafür feiern die sich? Dafür braucht man 709 Bundestagsabgeordnete? Sorry, aber da setze ich meinen Otto direkt unter und bestätige, dass das nicht sein darf. Und ich frage mich hier auch, werden denn auch andere Sachen, die in diesem Land mittlerweile gang und gäbe wohl sind, weiter bestraft und überhaupt auch verfolgt, zum Beispiel Genitalverstümmelung. Ja, das ist auch in Deutschland. In Deutschland hat das auch Einzug gehalten. Googelt mal, recherchiert da mal ein bisschen. Oder auch Kinderehen, Zwangsehen und was es hier mittlerweile in diesem Lande alles gibt. Da sollte man sich doch mal wirklich offen drüber aussprechen und mal gucken, ob man da nicht eine gewisse Kontrolle auch einbringt, so dass solche Sachen dann auch verfolgt werden. Oder sehe ich das falsch? Habe ich da eine falsche Ansicht? Aber ich glaube und hoffe doch nicht. Schreibt mal eure Meinung unten rein. Als nächstes wagen wir nochmal einen Blick rüber in die USA und gucken, was da aktuell abgeht. Und mindestens 2 Bundesstaaten, das ist einmal Bundesstaat Texas und der Bundesstaat Mississippi, haben die Maßnahmen soweit komplett beendet, beziehungsweise das geht offiziell ab Montag los. Zumindest in Texas, aber einige Unternehmen und Firmen und so weiter, Restaurants, Betreiber und so weiter, sind halt schon jetzt vor ein paar Tagen hingegangen und haben gesagt, jo, dann machen wir das doch jetzt mal direkt. Wir müssen halt Umsatz generieren. Wir wollen ja auch von irgendwas leben und wollen Einnahmen machen. Und ich habe ein ganz interessantes Video aus den USA gesehen und die Leute, die halten Abstände dennoch. Teilweise tragen sie die Masken, teilweise nicht mehr.
Und die genießen das jetzt einfach. Die genießen einfach die Zeit und wir werden ja sehen, was sich an Zahlen dazu ändern oder tun sollte. So, und das Ganze ist hier in Texas gestartet aufgrund des Gouverneurs. Das ist der Greg Abbott. Der hat das Ganze hier gestartet und weiterhin war das dann auch noch der Tate Reeves in Mississippi, der auf Twitter nämlich auch sagte, es ist Zeit, das Ganze jetzt hier zu beenden und die Restaurants wieder zu öffnen und so weiter und so fort, damit man wieder zu einem normalen Leben zurückkommt. Und in Texas hieß es, jetzt ist es Zeit, Texas 100% wieder zu öffnen. Ja, ein bisschen versuchen wir das mal auf Deutschland zu übertragen. Was würde in Deutschland passieren, wenn sowas ein Armin Laschet sagen würde hier für NRW und würde das einfach machen? Ich vermisse Armin Laschet gerade sowieso. Ihr habt richtig gehört, ja. Ihr habt mitbekommen, dass er am 17. Februar irgendwann, vor gut 2 Wochen, hat er ordentlich Kritik geäußert zum Inzidenzwert. Und hat gesagt, der Inzidenzwert, das kann ja nicht sein, der ist ja, oder da mit diesen Werten frei erfunden und solche Worte wurden da gewählt. Und seitdem hört man von ihm nichts mehr. Wurde da vielleicht ein Anruf aus Berlin gemacht und er wurde in seine Schranken gewiesen, dass man deswegen von ihm jetzt nichts mehr mitbekommt? Kann das sein? Also ich finde es schon sehr, sehr krass, aber man sieht hier in den USA läuft das Ganze irgendwie nach einem kleinen bisschen anderen Prinzip ab. Und ich wünsche mir mal so einen, ja, knallharten Ministerpräsidenten in Deutschland, der auch die Eier hat, um so etwas hier zu machen und nicht das Gegenteil zu machen. Gucken wir uns den Söder doch hier über die letzten Monate hinweg die ganze Zeit an. Er ist eigentlich immer nur noch strenger geworden. Strenger, strenger, strenger. Ganz krass finde ich aber auf der anderen Seite das Verhalten, dass jetzt Baumärkte in Bayern sogar geöffnet haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Ne? Ich liege ja oftmals richtig mit meinen Einschätzungen, aber genauso oft bestimmt auch falsch. Aber meine Quote ist eigentlich ein bisschen besser. Aber nichtsdestotrotz, das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich nicht erwartet. Schreibt mal eure Meinung dazu unten rein. Was haltet ihr davon? Texas, Mississippi, dass es da jetzt wieder alles offen ist. Als nächstes gehen wir noch auf ein Thema ein. Bürgernummer. Klingt ja eigentlich erstmal komplett irgendwie bürokratisch und so. Und da steckt nichts hinter. Und die meisten Nachrichten, die man dazu nämlich jetzt liest, liest man dann auch in diesen Tech-Magazinen, PC Games Hardware, Heise, was gibt's noch, Golem und wie sie alle heißen. So ein nerdiges Thema, das ist ja mit Internet und es ist ja Internet und das hat ja, ach, das Internet, das wird sich ja nicht durchsetzen, das ist ja für uns alle Neuland und bla bla bla. Aber Leute, das ist ein Punkt, der uns alle betreffen wird, denn es geht hier ganz speziell darum, dass der Bundestag Ende Januar bereits die sogenannte Bürgeridentifikationsnummer, kurz Bürgernummer, beschlossen hat. Und die Welt hatte dazu im Januar geschrieben, die Steueridentifikationsnummer soll zu einer umfassenden Bürgernummer werden, die den Behörden den Zugriff auf Personendaten ermöglicht. Trotz Bedenken von Datenschützern und Opposition verabschiedete der Bundestag ein entsprechendes Gesetz. Ja, man ist es ja mittlerweile gewöhnt, auch wenn da Kritik und sonst was geäußert wird, in der Regel wird eben alles wieder schön durchgewunken. Das ist halt das grundlegende Problem. Nichtsdestotrotz, ich bin kein Freund davon. Warum benötigt man denn so eine übergreifende Nummer, dass die Behörden untereinander irgendwas mit den Daten oder was auch immer machen können? Dass Datenschützer hier berechtigte, ordentliche Kritik zu äußern, finde ich verdammt gut, richtig und wichtig. Und sorry, dass es auf der anderen Seite versucht wird, wieder irgendwelche Verschwörungstheorien zu unterstellen und so weiter und so fort, ist sehr, sehr traurig. Und besonders, wenn dann hier auch noch die Bundesregierung, so steht es hier, hat dagegen wiederholt betont, alle Vorgaben der Verfassung würden beachtet. Auch verwies sie auf umfangreiche Vorkehrungen zum Datenschutz. Ja. Also spätestens seit dem Jahr 2020 sollte doch jeder gemerkt und realisiert haben, wie sehr der Bundesregierung unsere Verfassung, Schrägstrich Grundgesetz, wichtig ist. In Klammern nicht. Großes Ausrufezeichen. Weil wer unsere Grundrechte komplett ad acta legt, der darf doch jetzt nicht hingehen und noch weiter krasse hier Maßnahmen zu machen. Das geht in ganz, ganz krassen Schritt in Richtung gläserner Bürger. Und das Ganze wurde nämlich jetzt gerade gestern am Freitag beschlossen, das Ding ist durch. So heißt es hier, PC Games Hardware. Ne? Wie gesagt, sowas liest man jetzt im Mainstream noch nicht. Das wird in den nächsten Tagen, hoffe ich doch mal, überhaupt ankommen dort. Zitat: Der Bundesrat hat am 5. März 2021 dem Online-Register zugestimmt. So ist der Weg nun frei, die einheitliche Bürgernummer auf Basis der existierenden Steuer-ID,
Die Bürgernummer ist allerdings nur zu Verarbeitung zur Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen nach dem OZG aufgrund von Rechtsvorschriften oder mit Einwilligung der betroffenen Person sowie zum Zweck eines registerbasierten Zensus zulässig. So will man die Datensicherheit und den Datenschutz gewährleisten. Ja, man versucht das Ganze hier ein bisschen runterzuspielen, habe ich einfach das Gefühl. Nichtsdestotrotz, Daten, die irgendwo existent sind, die erfasst sind, die werden auch benutzt. Darüber müssen wir uns alle im Klaren sein. Das soll kein Geheimnis sein. Ich denke, das sollte jedem auch bewusst sein. Und nochmal, gerade im Vergleich, was 2020 passiert ist in diesem Land, traue ich dieser Regierung einfach nicht mehr, so leid es mir tut. Schreibt mal eure Meinung zu den Themen gerne unten in die Kommentare rein. Das freut mich sehr. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns morgen schon im nächsten Video wieder. Es bleibt weiter entspannt. Bis zum nächsten. Ciao.